Und herzlich willkommen zurück, Freunde. Ja, weiter geht's hier mit The Witcher 3. Wir befinden uns jetzt wieder im zerstörten Dorf. Ja, und da können wir jetzt hier die Quest annehmen. Ja. Jetzt ist er hier und mit dem können wir quatschen. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Okay. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden. Dann bezahle ich dich. Gut, ich helfe mir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Auf geht's. So, wir müssen jetzt wieder dahin zurück, wo wir vorhin waren. Wo unser Abenteuer hier quasi... Ach, wo bist du denn hin hier, Mensch? Wo unser Abenteuer hier quasi begonnen hat, ja. Also da, wo wir uns diesen ersten Fähigkeitenpunkt geholt haben. Hier. Abgegrast hatten wir hier schon alles. So, ich bin da. Achso, da kann ich gleich mal meine Markierung hier wegmachen. Weg damit, jawohl. So. Ja, ich bin da. Wo bleibt er denn? Kann ich mal eine Hexersicht anmachen? Mal schauen, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Wo ist das? Hallo? Wir können reden, wenn wir dort sind. Ah, er läuft irgendwo hin. Nee, da ist er doch. So, mit dem müssen wir jetzt reden. Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm! Je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. So, genau. Also wir müssen jetzt hier in diesem Zielgebiet, müssen wir jetzt die Schilder absuchen. Ne? Und da fragt er den jetzt auch jedes Mal. Oh, oh, Gule. Hi. Das war ein Treffer. Oh, ich dachte, der greift mich gar nicht an hier, der Kollege. Komm her. Und zerteilt. Da ist noch einer. Herrlich. So, von denen können wir natürlich auch wieder Zeugs einsammeln hier. Ach Mensch, das war das letzte Mal nicht, dass hier die Bude schon aufgetaucht sind. So, was haben wir hier?
Ja. Die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Ich... Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt das im Feuer. Möglich. So, jetzt haben wir hier noch ein Schild. Er hat ihn. Husar hat seine Pferde. Komm! Ah, okay. Also man muss dem jetzt hier so hinterherrennen, dem Hund. Ich weiß natürlich, wo der steckt. Ja, und zwar hier in dieser Hütte. Ach, da sieht man ja sogar die Spuren. Aha. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht geschnallt hier. Oh mein Gott. Aber das ist noch nicht alles. Mein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt... Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Der Idiot. Aufhören, du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Lysie. Nein, der Schwarze bleibt hier. Okay. Wer nicht wäre, wäre besten tot. Okay. Dein Bruder hatte recht. Es ist zu gefährlich. Naja, nee, komm. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja, ihr könntet Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Im Kampf gefallen. Quest aktualisiert. Sagen, abgeschlossen. Frisch. So, gibt's jetzt hier nochmal Erfahrungspunkte? Nö, gibt's nicht. Naja. Aber es gibt ja ein bisschen was zu holen. Ja, alchemische Paste oder so. Noch mehr davon. Alchemiepulver. Und das war's. Können wir die nochmal anquatschen? Nö. Okay. Gut, damit wäre diese Quest erledigt. Jaha, ich war hier. Was wir jetzt noch machen können, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können uns mal hier die Fragezeichen angucken. Ja, mal hier hinreiten. Hast mir einen Schrecken eingejagt, Bruder. Gerade mal schauen, ist das. Ah, ich weiß, was es ist. Das ist nochmal so ein Nest. Ja, nee, das können wir jetzt eh noch nicht. Da haben wir jetzt eh noch keine Chance, das zu zerstören. Dann machen wir uns mal dahin auf. Plötze, wo bist du? Zack, kommt da. Los, lauf! Gib Gasplätze. Bin ich hier richtig? Ja, denke schon. Wow, wow, wow. Ah, ja, ja, ja. Okay. Ah. So, das kriegst du wieder, mein Freund. Fehler. Ja.
Jawohl. Oh. Hä? Wie ist denn der jetzt gestorben? War ich das? Nee, oder? Zieh dir die Haut ab. Au. Lass ihn nicht. Tschüssikowski. Das war jetzt nicht so gut gekämpft, wie ich mir das vorgenommen hatte. oh Gott, ey, das hätte durchaus auch schief gehen können. Hilfgardisches Langschwert, okay. So, habt ihr noch was für mich? Lag doch was. Hallo? Aufnehmen da. Leder. Okay. Noch was? Wir können gleich mal meditieren, um unsere Lebensenergie wieder ein bisschen aufzufüllen. Das war echt nicht gut gekämpft gerade, aber gut. Gut, das werden wir gleich mal machen. Da reicht ja immer eine Stunde. Eine Stunde. Ja. Zip. So, und da sind wir wieder geheilt. Sehr schön. So, Weltkarte gucken. Wir haben ja immer noch ein bisschen Zeit. Da können wir uns... Hier oben nicht noch was? Das machen wir später. Da geht's auch später hin. Okay, wir können jetzt erstmal zu dieser Brücke hier. Da können wir uns auch mal oben gucken. So, Plötze. Dein Einsatz hier wieder. Komm her. Auf geht's. Ja, Mensch, Eda, das war ja schon eine knappe Geschichte hier gerade. Ne? Das muss man ja mal einfach so sagen. Also, nur durch die Walachei, da kommen wir nicht lang. Nee, da kommen wir nicht lang. Okay. Ja, ja, komm. So, rum hier. So, wo ist das jetzt? Alles hatte ich mir hier auch noch nicht angeguckt, ne? Also viel ist auch Neuland für mich. Hier ist ein Fragezeichen. Okay. So wie es aussieht, ist es unter der Brücke. Naja, komm. Jetzt ist mal gut hier. Schmugglerversteck. Aha. Na, gucke mal an. Was haben wir da? Dimenlium-Herz und Pferdehaut. Hundetalk und kleine Igniglyphe. Nochmal so ein Erz und nochmal Pferdehaut. So, Zwergenschnaps und Wasseressenz. Okay. Was denn? Silberbahn und Schwefel. Schwefel? Oh, das ist gut. Wolfs, Leber und Kohl. Schwefel braucht man nämlich für, um so eine Bombe zu basteln, ne? Womit man diese Verstecke von diesen Monstern erledigen kann. Was sage ich denn hier? Zerstören kann. Ja. Okay, gut. Weltkarte. So, jetzt können wir eigentlich jetzt noch hier hin. Los, los. Das sind Gegner. Menschliche Gegner. Er gehört uns. Oh. Ja. Gerade wo ich hier einen Schlag setzen will. Ich könnte mal das hier machen. Wow, wow, wow. Kollege. Ah, das ist so ein Anführer, ja. Ja,
Jawohl. Birne weg. Stirb! Reiß dir die Eier ab! So, hier sind noch mehr. Wo sind die? Ne, doch nicht. Okay, Rasiermesser, kleiner Knüppel. Ist bei denen hier auch sonst noch was zu holen? Was hat der noch? Ziegenhaut und nochmal kleiner Knüppel. Ah, eine Truhe, schön. Kronen, herrlich. Eiche, sowieso Pulver, Hundetalk, ein Schema, stumpfe Armbrustbolzen, okay. Herausgerissene Seite, Gabelschmutz, Absud. Mhm. Okay, schön. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, was das war. Naja. Meteoritenerz, okay. So. Hier haben wir noch was. Schinkenbrötchen. Schön, danke. Und? Noch ein Schinkenbrötchen. Neuer. Und? Tabakpfeife. Okay. Gut. Plätze. Hier, was läufst du denn von mir weg? Spinnst du? Komm her. Aufsitzen. So, ist jetzt hier noch irgendwas in der Nähe? Hier wäre noch was. Und hier. Hallo, Sender. Schneller. Ja, kannst du wieder wegstecken. Nur noch das Schwert gezogen hier, ne? So, komm, Feuer frei. Na, wieder Gegner. Verlassene Städte. Gule. Okay. So, herrlich ausgewichen. Und wieder zerteilt. Oh mein Gott. So, haben die auch was für mich? Ah, da ist noch einer. Ich hab's gesehen. Da, da hüpft er rum. Da ist er. Komm her hier. Oh, was nu? Ah! Wird anscheinend wieder bewohnt, hier die ganze Geschichte. So. Erhalten Erfahrungspunkte 90. Supi. Da haben die Ghule jetzt mir hier auch was hinterlassen. Wo habe ich denn gegen die gekämpft? Sag mal. Hier. Da habe ich was. Giftextrakt und Ghoulblut. Haben wir ansonsten nicht? Die Könige mögen zwar kämpfen. Noch nicht so viel, wa? Aber hier gibt's noch was. Rostiges. Habe ich jetzt nicht gelesen. Hundetalk. Hm. Naja. Aber es gab 90 Erfahrungspunkte. Das ist ja auch schon mal. Auch schon mal schön. So, dann hatten wir jetzt hier noch. Da werden wir noch hin. Hier. Oder hier? Ne. Ach komm, hierher. So, da wird es wahrscheinlich auch wieder Gegner geben. Wir könnten natürlich auch erstmal eine Stunde meditieren. Machen wir mal. Ah gut, das sind zwei. Naja, egal. So. Haben wir uns wieder aufgeladen. Oh,
sollte ich gegen den schon kämpfen? Oh Mann. Ey, lass mein Pferd in Ruhe, sag mal. Spinnst du oder was, ne? Oh, der hat sich scheiße. Oh. Du bist 6. Ich glaube, das ist ein bisschen zu dolle hier. Magie. Ein Ort der Macht. Das war gut. So, da müssen wir ein bisschen bedacht. Lass mein Pferd in Ruhe. Oh. Ach komm, den kriegen wir. Nein! Ah. Mein Pferd ist in Panik. Oh shit. Ah! Habe ich ihn jetzt nicht erwischt? Nee. Wo ist er hin? Ich habe ihn fast. Jawoll. Puh. Hast du was für mich? Rohes Fleisch, Bärenfell und Bärenfett. Okay. Weiei, das war ein starker Gegner, meine Herren. So, aber hier ist so ein Ding. Das ist schon mal gut, ey. Das. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Herrlich. Herrlich. Was machen wir jetzt? Fähigkeitenpunkt, den können wir nochmal einsetzen. Beziehungsweise, ich meine, wir können ja jetzt eh noch nicht. Ja, wir können jetzt eh noch nichts machen, ne? Aber ich kann ja trotzdem schon mal hier Muskelgedächtnis, schneller Angriff. Das habe ich beim letzten Mal genommen. Weiß ich nicht mehr. Mach mal. Cool. Sehr schön. Wir müssen natürlich erst eine Stufe aufsteigen, um überhaupt noch was da reinsetzen zu können irgendwo.